Heute grüße ich die, die im Sternzeichen Fische geboren sind. Ganz herzlich. Ich gebe euch für das Sonnenjahr 2017 eine Prognose, einen Leitfaden. Den Fischen bietet das Sonnenjahr einen großartigen Erfolg. Saturn stärkt seine Disziplin und Merkur gibt ihm ein gutes Gespür fürs Finanzielle. Mars und Venus sorgen für den besten Jahresbeginn, vor allem in der Liebe. Der Mars unterstützt dich schon im Januar tatkräftig und bringt dir den Erfolg. Kremple die Ärmel auf und lege los. Deine Motivation lässt dich übermütig werden, aber aufgepasst, Finger weg von unbekannten Projekten und halte dich an Bewährtes. Im September und Oktober solltest du auf deine Konzentration achten und realistisch planen. Das wird sich lohnen, denn du wirst für deine harte Arbeit belohnt werden. Im Finanziellen hast du den finanzplanenden Merkur an deiner Seite und somit gute Aussichten in geldlichen Dingen, Taten zu vollbringen. Es wird dir alles im Finanziellen gelingen, denn du hast ein gutes Gespür fürs Geld. Aber werde nicht nachlässig, denn jedes Detail zählt. Durch Neptun wirst du gesundheitlich sensibler sein. Deshalb achte auf deine Essgewohnheiten und halte dein Gewicht im Auge. Gleiche deine Schlemmereien mit sportlicher Betätigung aus. So wirst du dich fit und energievoll fühlen. Dein persönlicher Engel ist Barchel. Höre seine Botschaft. Verbinde dich mit den Menschen, die du liebst. Menschen, die dir einmal sehr nahe standen, haben sich von dir entfernt. Leider fehlt dir die Zeit, ihnen zu sagen, dass du sie liebst. Aber du kannst Folgendes tun. Lasse am Abend deine Gedanken zu ihnen fliegen und verbinde dich liebevoll mit ihnen. So können Gefühle und vergessene Freundschaften erwachen und ihr werdet wieder zu euch finden. Liebe Fische geboren, das war meine Prognose für euch, für euer Sonnenjahr. Lasst es erfolgreich werden. Das wünsche ich euch. Als nächstes Tierkreiszeichen hört ihr, was es über den Widder zu sagen gibt. Herzlichst, eure Diria.